Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Info-Video. Gestern ist mir Kurioses im Livestream passiert. Ich blende euch mal ein Thumbnail von vor circa einem Monat ein. Was sagt euch dieses Thumbnail? In diesem Video ging es darum, dass Dataminer in den Quellcodes des Spiels mal wieder was gefunden haben, was sich Respawn Beacon nennt. Also genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf, wie das hieß. Inhaltlich ging es darum, es soll eventuell irgendwann in ferner Zukunft möglicherweise, wie gesagt, möglicherweise ein Item geben, wo ihr quer über der Map, egal wo ihr seid, ein Teamkameraden respawnen könnt. Dazu müsst ihr dieses spezielle Item finden in der Lootbox oder weiß der Geier wo und braucht dazu diese Respawn-Punkte nicht mehr. Ihr kennt das, wenn ihr auf die Map guckt, so eine grünen Punkte, die verschwinden, wenn ein Gegner oder ihr selbst schon mal diesen Respawn-Punkt benutzt habt. Heißt, ihr könnt ihr danach nicht mehr benutzen. Auf was ich jetzt inhaltlich hinaus will, könnt ihr euch grob denken, zumindest was ich mit dem Item meine. Und jetzt schaut mal, was mir gestern im Livestream passiert ist. Grob vorher hier nochmal gezeigt, grüner Respawn-Punkt, feuerfrei. Oh, hier wird einer respawned jetzt. Naja. Hier ist eine Zipline, die von links nach rechts geht. Hier ist eine Zipline, komm mal rüber. Hä? Ich mach das da oben. Das guck mal, hier unten gelandet. Hier ist eine Zipline, komm mal rüber. Also ihr seht an unserer Reaktion, dass wir echt mega, mega verwirrt sind. Ihr seht hier, wie gesagt, ganz deutlich, das Supply, nicht das Supply Chip, das Respawn Chip ist mitten in der Pampa, wo es gar nichts zu suchen hat. Es ist weder hier noch hier, es ist einfach mal hier querbeet. Wer die Maps in- und auswendig kennt, der weiß, dass da ein Respawn-Punkt überhaupt gar nicht möglich ist oder dass da keiner ist. Und ihr seht auch jetzt gleich, da fällt er gerade runter, hier so, fällt gerade der Kollege runter. Da ist er, ein Kaustick, den machen wir dann sofort platt. Ja, ziemlich kuriose Geschichte, wie ich meine. Also es könnte vermutlich wirklich ein Fehler sein, da ich darüber aber schon mal berichtet habe. Könnte es natürlich auch sein, dass vielleicht gerade irgendwo eine versteckte Beta ist, die von denen keiner was weiß. Oder, ja, oder gibt es gar nicht. Ich denke, das ist vielleicht eine Beta oder wirklich ein Fehler. Vielleicht wurde auch irgendwo ein Respawn-Punkt aktiviert und irgendwie, keine Ahnung, aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann, ist das Respawn-Chip einfach da gelandet. Aber es passt sehr gut zusammen, dass es Gerüchte darüber gab oder gibt, dass es ein mobiles Respawn-Item geben soll. Das soll es von diesem Video an sich schon wieder gewesen sein. Lasst gerne mal in den Kommentaren eine Information da, ob euch das vielleicht auch schon mal passiert ist. Tägliche Informationsvideos, wisst ihr, seid ihr bei mir sehr, sehr aktuell. Livestreams gibt es bei mir auch. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch noch. Haut rein, ciao.